Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Bevor es losgeht, gibt es hier etwas, das heißt Präambel. 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 Woher kommt das eigentlich? Gucken wir nochmal in den Duden. Herkunftswörterbuch. Mal sehen, was da so drin steht dann. Steht da nicht drin. Nun ja. Ich tue das dann bei der Erklärung mit einnehmen. Da steht hier, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt, also mit Gewalt, verbissene Gewalt, Verfassung ist verbissen, verbeißungsgebende Gewalt, dieses Grundgesetz gegeben. Krass. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott. Weiß Mensch, der so etwas schreibt, tatsächlich von der Kraft, welche Gott ist, welche im Wort ist? Hier, im Wissen seiner Worte, im Wissen Gottes Worte. In einheitlichem, im einheitlichen Wortwissen, im einheitlichen, im Einheit, im einheitlichen Wortwissen stimmt's Wort, stimmt's Wort einmachen total. So's Wort einmachen Einheit ist im Gotte. Da ja Wort Gott ein Gleichnis ist. Etwas, was das Wort ist Gott, heißt das Johannesevangelium. Und hier im Grundgesetz stellen sie quasi die Verantwortung, die am Wort ja verwortet ist, also vorbeigeredet, am Wort, in Gott vorbeigeredet und dann auch mit Bewusstsein statt im Wissen. Bewusstsein ist da, wo es Wissen im Wusste ist, also in der Vergangenheit. Und so das Wissen bewisst noch ist, dann ist es bedrängt, wie das die Stimme, welche bestimmt ist, ist bedrängt. Und in der Bedrängnis kommt es dann zu einer Verwortung der Worte, welches dann die Verantwortung ist. Und dann ist man aus Gott gefallen. Und dann noch dem Gott im Namen, den hier nehmt, das ist echt eine sehr krasse Vergehung im ersten Gebot. Du sollst im Namen Gottes nicht daneben sagen. Und das tut hier das Grundgesetz total deutlich. Noch ein interessanter Satz hier vom Wittgensteins Blaubuch, das Blaubuch. Das blaue Buch.
Das ist der erste Satz. Das ist schön. Erste Sätze einlesen und die dann deutsch deuten. Deutlich deuten, was denn das Phase ist darin. Also hier beginnt das blaue Buch mit den Worten. Was ist die Bedeutung eines Wortes? Ich weiß, so das Wort. So das Wort eine Bedeutung hat, ist die Deutkraft, also Gotteskraft, verloren. Verworfen. Also, was ist die Bedeutung eines Wortes? So ein Wort eine Bedeutung hat, ist die Deutkraft, ist Gotteskraft, darin verworfen. Das stimmt logisch. Also, du bist dein Lied, ma? Na, wo ist denn der Pusik?